Hallöchen und willkommen zurück zu Turtles in Time und zur nervenden April. Wir sind hier in unserem kleinen Retro-Projekt unterwegs. Und dann lass uns doch hier gleich mal im Technodrom aufräumen. Wenn die Roboter hier keinen Scheiß machen. Damn, ich hasse diese Kackviecher. So langsam, glaube ich, wird es auch immer ein bisschen ärger und schwieriger. Und das mit mir als Casual Gamer. Na, wenigstens ist der Move geil. Ja. Du kannst mich ruhig festhalten, wenn kein anderer Gegner da ist. Dann schmeißen wir dich einfach hier in den Bildschirm. Oh, wie süß! Das sind ja hier kleine Mini-Raptoren-Baby-Roboter. Ah, schön. Hätten wir bestimmt den Kopf abgebissen. Aber Turtles sollten nicht auf der Speisekarte von Mini-Robotern stehen. Au! Meine Hand! Hat der mir einfach in die Pfoten gebissen? What the fuck? No! Au! Oh! Turtlefuß in die Fresse. Oh nein, nicht schon wieder einer, der mir in die Hand beißen will. So, gibt's hier im Technodrom eigentlich Pizza? Aufbestellung. Warum ist da eigentlich ein Fuß? Ach, wegen dem Fußsoldaten. Okay. Deswegen heißen die wohl Fußsoldaten. Ich dachte, das wäre einfach eine Anspielung auf... was hat er denn da in der Hand? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist, aber es blockt auf jeden Fall. Blockst du auch Sachen in der Luft? Ja. Aua. Das blockst du aber nicht. Vielleicht, oh, das wäre eine Idee gewesen. Vielleicht hätten wir sie rammen müssen. Hahaha, ach, Shredder ist da hinten im TV. Shredder ist aber auch geil. Der ist einem Cheese Grinder nachempfunden. Also so einer Käsereibe. Ich finde das so nice. So, ich gehe mal hier lieber zur Seite, weil da kommt doch nichts raus. Nee, aber, oh. Masters, I have fun. Das waren wohl hier die Minibosse, bevor die... Oh! Bevor die Sau gekommen ist mit des Rhinoceros. Oh! Hat mir die Birne verbrannt! Au! Ich glaube, ich kriege hier ein bisschen aufs... hier Probleme. Hab so ein bisschen Angst, dass dann er hinzugeht, aber der leuchtet schon so auffällig. Was? Was? Ich bin doch noch gar nicht dagegen gelatscht. What the hell? Ich bin nur nach oben gegangen, nicht nach rechts. What the fuck? Oh. Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, Moment, hätte ich den aufsammeln können? Ugh. Docker! Ah! Ah, ouch. Hörst du auf mich einzufrieren? Ja. Süß, eine kleine Schildkröte. Na, kann man nicht einsammeln, kann man nicht draufhauen. Wir haben nur noch ein Leben. Leute, das ist nicht so prickelnd. Ja, gut. Die Heilung brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber wir sparen die uns jetzt einfach mal. Denn so Aufzuglevel haben es ja gerne mal in sich. Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht nehmen. Nehmen wir trotzdem, wenn wir schon mal da haben, ne? Zack. Voll in die Cam geworfen. Och nee. Ich hasse euch. Au! Okay.
Pizza Time war auch nötig. Und noch ein Life gehabt. Uiuiui. Beziehungsweise ein Energiebalken. Aber wir sollten eigentlich gleich wieder ein extra Life kriegen, wenn wir hier auf 400 kommen. Ich denke mal, alle... Autschen. Alle 200 dürfte es eigentlich was geben. Okay. Dann kommen hier weiße Roboter. Mhm. Ja. Nice. Wieder auf 2 Life. Jetzt war ich gerade so ein bisschen... Jetzt war ich gerade schon ein bisschen mit meinen Gedanken woanders. Ich dachte, ja gut, alles aufgeräumt, dann fahren wir gleich wieder hoch. Nee, nee. Woo! Jetzt war ich auch gerade wieder woanders gucken. Gerade rechts auf meinen Aufnahmebildschirm geschaut. Dann kommen die einfach aus dem Boden raus. Ja, moin. Was ist da los? Was? Heute wirst du dir Turtlesuppe gönnen? Das ist aber auch eine sehr interessante Spielmechanik hier. Ach, ja, wie geil! Wir müssen die Dinger auf ihn draufwerfen. Oh, oh, da kommt wieder eine Klaue zum Einsatz. Ach, der hält mich fest. Na super. Wie einfach nur als Shred angegeben ist. Aua. Hört ihr auf, mich zu schlagen? Hallo? Hallo? Ich bin doch nur eine unschuldige Schildkröte. Oh, hör auf, mich festzuhalten, ey. Komm schon, Shredder, geh baden. Wirf ihn doch! Wirf ihn! Das ist auch geil, dass wir beim Werfen unverwundbar sind. Oida! Hahaha! Was? Er springt. Was? Ja, gut. Dann warp uns mal durch die Zeit. Warum auch immer du das mit dir nicht selbst machst und dir irgendwie die Turtles verhinderst, bevor sie aufkreuzen, aber nur gut. Ab durch die Zeit, deswegen Turtles in Time. Prähistorischer Turtlesaurus. Ja, sehr weit in der Vergangenheit. Jo, moin. Die Fußspuren. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel... Oh. Ja, natürlich. Die droppen, Oh, what the... Muss man hier einfach nur ausweichen? Was? Wo kommen denn die Fußsoldaten her? Und wieso können die auf Pterodactylus reiten? Oder von denen getragen werden? Hallo? Sind ja nicht bei Pokémon. Damn. Den kannst du auch nicht treffen, wenn der noch nicht unten ist, oder was? Alter! Ich weiß auch nicht, ob das Spiel einfacher ist, wenn man das zu zweit spielt und ob da mehr Gegner kommen oder die Gegner stärker sind. Ja. Oh, die nerven mich jetzt schon so langsam hier. Kann ich da vielleicht mal auch den da treffen? Nein? Was? Wo hat er denn die Axt her? Lässt du die Axt hier aus dem Spiel raus, Junge? Gab's eigentlich schon Pizza damals? So Höhlenpizza? Was ist das denn? What the hell? Ja, aber was willst du denn da machen? Da willst du aufstehen und da kriegst du einfach einen aufs Maul? Danke auch. Ah.
etwas schlecht gesprungen, muss man schon sagen. Aber ich habe auch keine offizielle Ninja-Ausbildung hinter mir. Na. Ha! So, langsam mache ich mir Sorgen, dass wir das Spiel nicht beenden können. Was? Oh. Ja, spreng doch mal selber in die Luft hier. Wow. Das war zwar kein eingesprungener Rittberger, aber das hat mir trotzdem ein bisschen Angst gemacht. Kommt jetzt noch irgendwas? Aber April ist ja auch in der Vergangenheit aktiv und will uns eine hier mitgeben von wegen, hey, mach schneller! Ja, sorry! Hier ist ein bisschen was los. Was? Der reitet auf dem, ja? Ich will gar nicht ausprobieren, ob man die Dinos hauen kann. Nicht, dass die uns zertrampeln. Ah, oh, der war nice, dass ich die scheiß Blocker da mit getroffen habe. Ah, ich mag das nicht, wenn man hier von zwei Seiten angegangen wird. Zack, einfach alle wegwerfen, passt schon. Wieso ist da hinten eine Shredder-Skulptur? Ah, die Pizza hätte uns noch so gute Dienste erweisen können jetzt, ne? Einfach mal hinterher gesprungen. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, man kann die Dinger doch werfen. Oh, crap. Das hört sich nicht gut an. Turtlesaurus. Slash. Ach du Scheiße. Ich bin Geschichte. Eigentlich bin ich Zukunft. Oh, aber ich glaube, ich weiß, was der da... Hä? What the hell? Was? Sag mal, muss ich den von oben, oder? Sag mal, kann der vielleicht auch irgendwann mal einer aufs Maul kriegen? Vielleicht in der Luft? Oh. Also am Boden ist er eigentlich relativ... Okay, in der Luft und von hinten. Ja, da will keiner einen reinkriegen. Also bestimmte Leute schon, ja. Sollen sie ruhig machen. Aber ich würde es einfach mal behaupten, die meisten Schildkröten möchten das nicht. Oh, was so... Hä? Was habe ich denn da gerade gemacht? Habe ich da gerade einen Salto hingelegt? Autschen! Au! Ich hab doch meinen Panzer hingedreht, hallo? Haha! Nimm das, Slash! Alter, wir waren aber auch lange unter... Oh, scheiße. Ah, oh, wieso hat mich... Was? Wieso hat mich der denn, bitteschön... Ich hab ihn auch getroffen. Ja gut. Donatello hat das Zeitliche gesegnet. Na komm, nehmen wir mal Raphael. Der wird kurze Reichweite haben. Ja, das kennen wir schon. Ja, prähistorischer Turtlesaurus. Ja, ja, ist okay. Aber jetzt möchte ich mal kurz ausprobieren, wenn wir sprinten und hüpfen, machen wir dann wirklich so einen Salto nach vorne, oder wie? Oh, ist ja cool drauf, ne? Tatsache. Okay. Man kann sie nicht... Moment. Hat er uns gerade echt so viel abgezogen? Wow.
Man kann die Dinos nicht treffen, umhauen, töten, wie auch immer. Da wird man einfach dann zerstampft. Oh, wie hießen denn eigentlich diese Waffen gleich nochmal, die Raphael benutzt? Es sind keine Pommesgabeln. Oh, toll. Ich konnte da nicht weiterlatschen. Das fängt ja echt gut an, ne? Aber er kommt mir vor, als würde er sich schneller bewegen. Ah ja, doch, er bewegt sich schon relativ schnell. Vielleicht ist er der Agilste. Ist, glaube ich, auch der Jüngste der Turtles. War in der Cartoon-Serie, glaube ich, auch mal eine Zeit lang nicht da, weil er mit irgendwelchen anderen Superhelden irgendwas Intergalaktisches retten wollte. Ist dabei fast verreckt. Ja, moin. Ja, toll. Jetzt habe ich hier drei am Sack kleben. Drei am Panzer. Au. Fast schon wieder im Eimer, ne? Alter, musst du dem jetzt echt nochmal in die Fresse boxen? Arschloch. Oh. Man kann da nicht komplett nach rechts latschen. Kein Wunder, dass ich da gerade vorhin in die Bombe gelatscht bin, die von oben gekommen ist. Ganz am Anfang gerade. Oh, fuck you! Okay, der Move ist einfach nur identisch. Schade. Hätten sie vielleicht noch was anderes machen können. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch zu Slash kommen. Ich glaube nicht. Aber Arcade Games leben ja davon, dass die von der Schwierigkeit her doch recht anziehen, damit die Leute natürlich auch hier ihre Coins reinwerfen in die Geräte. Sonst würden die sich ja nicht rentieren, wenn man das nicht öfter mal versuchen müsste. So, jetzt habe ich hier wieder die Pizza. Damn. Ich krieg da einfach keinen zu packen. Ah, wunderbar. Genau die zwei weggehauen, die permanent nur am Blocken sind. Oh. Alter! Hört auf, mir eine reinzuboxen. Bleibt die Pizza da? Okay. Haben wir noch die zwei? Oh, voll in die Faust. Wir haben eine Pizza zur Heilung, aber... Boah. Okay. Ab in den Luftkampf, würde ich sagen. Oh, oder einfach von hinten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Au, au. Der wollte mir bestimmt die Pizza wegfressen. Okay. Oh, es habe ich gerade gemeint, der will mir schon wieder hier mit so einer Drehattacke eine reinwürgen. So wie jetzt. Wie weiche ich dem denn bitte schon großartig aus? Damn! Kannst du dich hier bitte mal wieder irgendwo anders hin bewegen? Was? Toll. Ein Hit und wir sind Geschicht. So wie er es gesagt hat. Oida! Gosh! Michelangelo! Kannst du mir vielleicht helfen? Oder war das Mike, der da gegangen ist? Das könnte auch Mike gewesen sein. Das war doch eher der Unreifere, oder? Ah, keine Ahnung. Alles schon viel zu lange her, dass ich das gesehen habe. Na, können wir? Naja, mit seinen Nunchucks. Ah, mir fällt der Name nicht mehr ein von
von der Waffe von Raphael. Ich wusste den Namen mal. Waren das Ki? Hießen die Waffen Ki? Also Ki ist ja auch so ein Begriff für die innere Stärke, die man kanalisieren kann und so. Aber irgendwie sowas war das. Ich glaube irgendwas mit zwei Buchstaben. Also das Ding von Donatello ist ein Eichenbogen. Oder ein Eichenbo-Stab. Ich glaube, Eichenbo ist reicht schon als Name. Michelangelo hat natürlich hier seine Nunchucks. Die kennt man. Alter, als hätte der mich da nochmal irgendwie getroffen. Hallo? Ihr Ärsche. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Reichweite. Kommt mir zumindest so vor. Wow! Vielleicht fehlt mir aber auch einfach nur der Skill. Was hätte ich denn mit deinem bitte schon machen sollen? Das ist doch scheiße. Aber da sieht man, glaube ich, schon, dass er stärker zuhaut als die anderen. Also die haben vorhin ein bisschen mehr ausgehalten. Ja, die haben länger gebraucht, bis sie mal gelegen sind. Gerade noch hier dem Axtschwung ausgewichen. Och, ja gut. Dann haben wir halt den Bombenlödel nicht weggekriegt. Schwein gehabt. Und da hat mich irgendwas getroffen, na super. Ach ja, Turtles waren schon eine geile Kindheitserinnerung. Oder, sie sind eine geile Kindheitserinnerung. Oh nein! Oh crap! Oh, gerade noch so ausgewichen, mich hätte der fast zertrampelt und nicht auffasst. Ich glaube, die Pizza muss ich schon relativ bald zu mir nehmen. Ich hoffe, es ist eine geile Pizza. Mit schönem Käse. Oh, oder auch mit Sardellen. Ich weiß, viele mögen das nicht. Aber ich finde so gute Sardellen auf der Pizza echt nicht schlecht. Keine Sardinen, sondern Sardellen. Das sind diese komischen, sehr salzig eingelegten Fischfiletteile. Das ist nice. Oh, oder auch Knoblauch auf einer Pizza. Gibt wenig, was geiler ist. Oh. Und da hat ihm aber eine so richtig mitgegeben. Ich brauche auch so einen Schutzhelm wie die. Hey, ist der auf meine Pizza getreten? Der ist auf meine Pizza getreten, ne? Ach, ich nehme die jetzt lieber gleich. Pizza Time! Alrighty, wir wissen ja halbwegs, wie es läuft. Ich hoffe mal, ich kann den jetzt mal eine mitgeben. Ja, tut weh, ne? Du tust mir auch weh, danke. Oh, leck mich. Wow. Darf ich da... Hallo? Darf ich da raus? Scheiße, verdammt. Sprichst du vielleicht mal? Oh, das ist doch abartig. Das ist abartig, wie der Block sich bewegt. Ich will auch einen Block-Button. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das hat mir nämlich selber live abgezogen. Toll, das kriegen wir mit Mikey auch nicht hin. Oh, weil wir dann das auch nicht ausnutzen können, wenn der da mal verwundbar ist. Ah, einfach so hier drauflaufen bringt auch nichts. Alter. Der hat auch viel zu wenig, Ah!
Kann ich den vielleicht auch mal so festnageln? Jeez. Das geht mir auf den Sack. Muss der echte Chef eingreifen? Komm, ich schneide euch das bis zu dem Bosskampf mal. Mit Leo hat das doch relativ gut funktioniert. Ah, mal gucken, ob wir hier gegen sein gekrümmtes Schwert ankommen. Hier gegen die Urbestie. Au. Na komm. Springst du? Ah. Ey, zum Glück hat er uns nicht auf die Pizza geschossen. Ja, da fehlt dann auch irgendwann die Reichweite. Aber schön von hinten auf den Panzer. Ja, wenn er so rumhüpft, ist echt gut. Aber nach oben und unten ausweichen ist auch nicht unbedingt vorteilhaft. Oh. Alter. Ich komme einfach nicht so schnell dahin, wo er dann steht. Ah, da hätte ich ihn von hinten treffen können, aber bin ich versehentlich wieder drüber gehüpft. Oh ja, natürlich haut er da 3 Hits rein. Ah, okay, das war okay. Das war nicht schlecht. Da habe ich ihn irgendwie so getroffen, dass er da dann doch nichts gemacht hat. Oh, das war behindert. Warum sind wir denn da auch so ganz komisch in Zeitlupe hin gesprungen? Hier, den da, ne? Au. Damn. Okay, da hat er ein bisschen verkackt. Ja. Der ist gleich im Arsch. Oh, bitte lass mich das nicht noch verkacken. Hallo? Ja, komm! Ja, Gott sei Dank! Ah! Jeez! Wie ein Feuerball hinten rein. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann und ciao!